Ich glaube, es ist ein Schritt, der lange vorbereitet gewesen ist. Und dass jetzt die Ratifizierung gefolgt ist, ist sozusagen die logische Folge dessen, was vorher begonnen worden ist. Und ich glaube, man soll jetzt versuchen, aus dem, was erarbeitet worden ist, auch etwas Positives zu machen und es nicht länger in Zweifel zu ziehen, ob es gut ist für die Ukraine oder schlecht oder gut für Europa oder schlecht, sondern es kommt immer darauf an, wenn man eine vertragliche Vereinbarung abgeschlossen hat, sie auch mit Leben zu erfüllen, zum Wohle beider Vertragsparteien und darüber hinaus natürlich auch zum Wohle der Umwelt, in der diese Vertragsparteien agieren.